Endlich ist es soweit, es geht um diese Softshelljacke, ein Nachbar von der US-Armee. Wenn es interessiert, bleibt dran. Hallo und willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survivor Shop für Lebenskunst. Super, dass du dabei bist, freut mich sehr. Da ist sie nun, diese Jacke, und es haben mich ja schon viele angeschrieben, Reini, wann kommt endlich die Jacke, erzählt. Jetzt und hier, also bleibt dran, wenn es dich interessiert. Ich mache jetzt mal so ein bisschen auf Model. Mir fehlt noch irgendwie das Idealgewicht dazu, aber ist ja wurscht. Was ist diese Softshell-Jacke und was ist sie nicht? Es ist Licht und Schatten bei dieser Jacke, ich habe sie sehr gerne. Es gibt aber auch ein paar Probleme und da wollen wir einfach drüber sprechen. Softshell ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Also ich zeige dir das jetzt mal. Und das ist halt nicht so Softshell-mäßig, wie ich das verstehe. Ich habe Softshell-Jacken und ich glaube auch zu wissen, was so richtig ist. Oder ich meine, vielleicht ist es ja auch Softshell, aber das ist nicht so stark, wie man sich das vorstellt. Also als ich Softshell-Jacke gelesen habe beim Bestellen, ja, habe ich mir gedacht, dick, nein, gar nichts. Es ist überhaupt nicht dick, sondern es ist eher sehr dünn gehalten. Aber es ist auch extrem leicht, wirklich extrem leicht, hat ein sehr geringes Packmaß. Mir taugt die total, also mir taugt die wirklich total. Aber ja, das ist halt nichts für die warme Jahreszeit. Und das Zweite ist die Wasserdichtheit. Wenn du das Teil imprägnierst, dann ist es auch halbwegs wasserdicht. Ja? Und das ist natürlich ist ja keine Plane. Ja? Das ist klar. Ist aber dadurch auch atmungsaktiv. Es ist keine Membran drinnen. Gell? Also ja, das ist jetzt nicht wie Gore-Tex oder so irgendwas, sondern das ist einfach nur, Polyethylen oder ich müsste jetzt nachschauen, ich weiß es nicht. Ja? Und wie du siehst hier, schau mal, da siehst du meinen Finger durch. Ja? Das ist ganz hauchdünn und wenn man es schön imprägniert, dann hält es ein bisschen Regen aus und wenn du es nicht tust, dann saugt es sich voll und aus. Die Idee ist, so wie ich das verstanden habe, ich meine, ich bin ja nicht bei der US-Armee und war ich auch nie, ist, dass das hier die oberste Überziehjacke ist, aber wahrscheinlich auch in einer anderen Qualitätsstufe als das, was wir im Nachbau bekommen. Aber das heißt noch immer nicht, dass die Jacke schlecht ist, überhaupt nicht. Was kann sie, was hat sie? Du hast jetzt hier zwei so ganz große Taschen, auf beiden Seiten kann man schön zuzippen, das geht alles sehr gut und ich finde es auch gut, dass man den Zip von oben nach unten aufmacht. Ist ganz einfach so, ich mag das. Was mich ein bisschen nervt, das sind die Taschen hier. Also jetzt nicht, weil da die Taschen drauf sind, aber die sind halt so glättmäßig. Ja? Das passt, ich mache es jetzt nicht auf beiden Seiten, das ist bei beiden Seiten gleich. Das glättest du zu und dann gibst du da noch einmal so diesen Glättpouch drauf und ist alles gut. Aber, und jetzt kommt es, was mich nervt, da ist so auf den Glätt auch so ein, ja, wie soll ich sagen, auch so ein Glättdingsbums drauf. Das heißt, wenn du es zahnwuselst, schaut das dann so aus. Ich meine, ich komme sowieso immer daher wie irgendein Sandler, also wäre das jetzt nicht das Problem, aber das stört mich persönlich einfach, ja. Das stört mich persönlich einfach und das mag ich einfach nicht, weil das so herumglättet, aber ich mag die Jacke trotzdem. Dann, es gibt eine Kapuze. Ja, alles, was man halt dazu braucht, ist einfach so eine Kapuze. Weißt du, dass man ein bisschen so gangstermäßig ausschaut? Nein, natürlich hat die auch ihren Sinn und das ist ja auch alles in Ordnung. Die kann man hier hinten in den Kragen wieder einbauen. Mag ich jetzt nicht machen, kann man alles tun. Und sie hat kein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Das heißt, du kannst nur von oben aufmachen und wieder zumachen. Es gibt keine Innentaschen oder sonst was. Aber ich könnte hier mein Rangabzeichen draufgeben, wenn ich eins hätte. Das Ganze ist alles in Glätt gehalten. So, und jetzt kommt der Punkt. Ich mag die Jacke, aber wenn ich mein Leben darauf wetten würde, dann würde ich nicht die Jacke anziehen. Ich habe die so jetzt einfach an, wenn ich meine Videos mache, wenn ich draußen herumlaufe, bei meinen Videos, beim Survival-Training, wenn es nicht kalt ist, habe ich die Jacke sehr gern, aber ich muss sie andauernd imprägnieren übrigens, weil es mich anregnet und das ist einfach fürchterlich dann, ja, wenn die nass wird. Sie trocknet aber auch sehr schnell, das muss ich auch sagen, trocknet extrem schnell, hat kein Gewicht und sie ist besser als nichts. Ja? Sie macht ein schönes Mikroklima. Ich mag sie einfach. Und weil hat mich jemand angeschrieben und gefragt, ob ich diese Jacke empfehlen kann. Ja und nein. Das hängt einfach davon ab, was du tust. Also ich würde nicht im Winter rausgehen, ich würde nicht bei 5 Grad rausgehen, aber jetzt zum Beispiel, es hat jetzt so 17 Grad, es hat gerade geregnet, es hat ein bisschen Gewitter gegeben, ja. Ich bin barfuß unterwegs, die Wiese ist nass, ich mag das, ja. Aber der Punkt dabei ist, also wenn es wirklich so richtig kalt ist und ich habe nur ein T-Shirt an, so wie ich jetzt habe, so ein T-Shirt und die Jacke, wäre mir ein bisschen zwänk. Also ein bisschen zu wenig, fließt runter, dann geht es schon wieder. Also das ist so eine kleine Überziehjacke, die nicht schlecht ist, die ich empfehlen kann, ja und nein.
Ich weiß es nicht, ja, ich weiß nicht, wo dein Einsatzgebiet liegt. Also irgendjemand hat auch in einem Kommentar geschrieben, fährt nach Island. Ja, fahr dorthin, das ist sicher schön und ich wünsche dir dabei auch viel Spaß. Nur die Jacke bei Wind, so richtig vollen Wind und bei Regen, nö. Das war's. Es tut mir leid. Ich kann keine Kaufempfehlung geben. Ich kann aber auch nicht sagen, kauf's dir nicht. Hast du die Jacke? Erzähl du ein bisschen was. Schreib uns einen Kommentar, wie du das siehst. Vielleicht kannst du den Leuten da einfach dabei helfen, ob die Jacke etwas ist oder nicht. Ich tue mir da einfach wirklich ernsthaft schwer. Und ich habe auch vorher ernsthaft darüber nachgedacht, was soll ich jetzt sagen? Aber ich sage es ganz einfach so, wie sie weiß es nicht. Ja, ja. Sie hat ihren Anwendungsgebiet und auch irgendwie nicht. Schreib uns einen Kommentar, das wäre sehr, sehr nett. Aber wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zum Produkt gebe ich da auch auf Amazon. Schau es dir also an, wenn es dich interessiert. Ich sage danke fürs Dabeisein, dein Rainer Rossmann. Bis bald. Ciao.